Okay, also wir stehen wieder vor dem Tempel hier. Und versuchen jetzt mal hell erleuchtet unser Glück. Das sieht doch gleich viel besser aus. Okay. Ja, dann machen wir das ruhig mit Temp 2 weiter. Das ist natürlich nicht, ob es überhaupt Sinn macht, hauptsächlich mit dieser Nahkampf- oder Fernkampfwaffe dann hier drin zu agieren. Aber wir müssen erstmal sehen, was uns hier überhaupt erwartet. Aber man sollte ja mal davon ausgehen, dass es in so einem großen Dungeon wahrscheinlich auch Gegner geben wird. Okay, schon mal große Treppen hier. Irgendwelche Säulen. Ich denke, es mal Skelette sind wahrscheinlich nicht so extrem anfällig gegen Pfeile, kann man mir zumindest gut vorstellen. Die Frage, ob jetzt die 20 Stärke da den Unterschied machen. Ob man sagt, man nimmt lieber vielleicht wieder Schutz vor Waffen oder sowas. Ja, wir nehmen mal das hier mal mit. Hundertzweiundvierzig. Die sterben halt trotzdem nicht eher. Ja, ich denke, das ist Quatsch. Dann nehmen wir stattdessen lieber noch mehr Abwehr hier. Noch mehr Skelette. Gibt auf jeden Fall auch ein bisschen Erfahrung hier. Was bist du? Magier, reicht etwas gefährlicher. Irgendwelche Symbole hier. Vielleicht hat das auch irgendwas zu bedeuten. Das klingt auch schon mal interessant. Ging es aber erstmal nicht weiter, oder? Hast du was? Skelett? Ja, hätte ja sein können. Was seid ihr denn da hinten? Hier ist ein Schalter.
Nur mal ein kleiner Zwischensave kann ja nicht schaden. Auf jeden Fall mal eine Art Falle hier. Schalter. Das sind alles normale Heiltränke. Ein rotes Symbol. Müssen wir jetzt eine bestimmte Kombination machen? Oder tut einfach jedes davon jeweils eine andere Sache öffnen? Noch mehr draußen schauen, da waren doch irgendwelche Symbole gewesen. Okay, der geht sich einfach so raus. Rot, gelb, lila. Falls er was zu bedeuten hat. Dann gibt es auf jeden Fall noch einiges an Skeletten hier. Vielleicht das einfach die Reihenfolge, in der man das ausführen muss. Aber probieren wir es mal. So, rot. Okay. Geht wieder zurück. Weiß ich nicht, ob das so sein muss. Gelb. Er macht nur Klack, Klack. Aber weiß jetzt nicht, ob das... Vielleicht passiert jetzt etwas anderes noch. Ah. Okay, dann war das schon mal richtig. Da geht gleich mehreres auf. Aber wo geht man zuerst lang? Ich denke, wir gehen erstmal hier oben lang, bevor wir uns da jetzt unten in diesen Untergrund stürzen. So, halt, bleib mal hier, Axt. Man kann den Bogen mal rausholen, aber ich denke mir nicht, dass das so gut klappt hier. Wenn die Pfeile einfach durchfliegen. Vielleicht. Ja, doch, das geht. Noch mehr Jungs. Geht es hier in verschiedene Richtungen. Also klar, draußen geht es auch noch nach unten.
Das Schalter machen wir vielleicht mal noch nicht an, bevor wir es nicht müssen. Das ist bestimmt auch noch mal so ein Nebenraum, oder? Ach, da geht's auch mal da rein. Da sind auch noch irgendwelche... Ach, sind das vielleicht noch mal solche Minecrawler? Das sieht aber auch gefährlich aus. Also falls dieser Weg zu dem anderen hinführt, gehen wir vielleicht doch erstmal hier lang. Interessant. Ich hoffe, dass wir hier einfach wieder rausklettern können dann. Das sind auf jeden Fall solche Minecrawler hier. Tempel-Minecrawler. Okay, gut, da sind wir schon da. Hast du was Schönes dabei? Und trotzdem solche Panzerplatten hier. Eine interessante Waffe. Das ist zwar auch relativ stark, aber nicht so stark wie unsere Axt und somit uninteressant. Na. Sind ihre komischen Panzerplatten, will ich mir auch mal mitnehmen. Okay, und das ist das, wo hier vorne das aufging. Ging es jetzt von hier aus doch noch in eine andere Richtung? Das müssen wir uns jetzt nochmal ansehen. Beispiel hier lang. Was bist du denn? Okay, ist aber auch nicht stärker. Der hat auf jeden Fall mal reingehauen hier. Okay, und wir haben auf jeden Fall mal unsere Erfahrung bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt so einfach uns hier wieder rausschleichen können. Also wir einmal die Orks da verärgert haben, bestimmt. Ja, jetzt brauchen wir doch schon ein bisschen Erfahrung hier. Ja, wir haben unsere 40 Lernpunkte erreicht. Dass die Skelette mehr Erfahrung geben als die, ist ein bisschen komisch, aber nun gut. Gleich wieder die nächste Tür hier zu. Wieder irgendwelche Schalter hier. Ist ja logisch, ich drücke auf Inventar und sofort kommen die Gegner raus.
Was? Sonderbarer Stein. Ja. Das wie? Na, nur von der Seite. Ist das jetzt falsch oder richtig war? Vielleicht muss man wirklich einfach nur alle drei am Ende machen, egal in welcher Reihenfolge, weiß nicht. Wir hatten jetzt hier keinen Hinweis, in welche Richtung das gehen könnte. Bist du denn für einer? Ein Ungläubiger im Hort des Meisters. Verdammnis über dich! Verdammt sein wirst du, stinkender Moderteppich. Okay, ja, dann lohnt uns sofort. Unlockt uns. Lichtbringer. Und Schacknabak. Also ich würde mal sagen, das war ziemlich knapp. Natürlich eine Menge Erfahrung gegeben, der Mann. Dann war die Reihenfolge wahrscheinlich egal. Kann man jetzt irgendwas an diesen... Ja, kann man dieses Ding reinstecken. Was steht hier? Dies war das Schwert der untoten Orgpriesters Varkasong. Die Waffe ist im Laufe der Jahre unbrauchbar geworden. Vielleicht ist das Schwert noch auf andere Weise nützlich. Ja, das haben wir ja gerade gesehen. Achso, dann sind wir wieder hier. Okay, und dann gab es ja noch die Möglichkeit, dort mitten reinzugehen. Also quasi, sag ich mal, wie ein kleiner Minis-Boss-Kampf hier. Das ging nicht auf. Also in die andere Richtung müssten wir ja wieder rauskommen. Genau, und jetzt, wenn wir hier nochmal in diesen Doppeleingang reingehen, da gab es ja noch einen Weg, den wir nicht gegangen waren. Noch mehr Skelettkrieger? Nein, wir waren hier lang gegangen und da drüben an der Seite drin. Das weiß ich nicht, ob wir das schon geöffnet haben. Nochmal sehen. Nö, ist noch zu. Dann waren wir da bestimmt noch nicht. Jetzt können wir auch den wieder überschreiben, wo wir jetzt wieder in diesen Hauptraum sind. Ich denke, von hier aus kommen wir ja auch raus. Und auch nochmal eine Falle. Okay, ob das so aussehen soll, weiß ich nicht. Ja.
paar Tränke. Schmetterschlag. Bringt uns aber auch nichts. Oh. Hell und dunkel. Davon aus, dass wir das machen mussten, muss man beide Schalter bewegen. Vielleicht bringt der eine dann natürlich auch zurück, das weiß ich jetzt nicht. Jetzt natürlich hier noch nicht drin. Aber das scheint hier zu sein. Das denn? Okay. Nochmal so ein Magier hier. Sterblicher, du wagst es, meine Ruhe zu stören? Bereite dich auf das Ende vor. Fragt sich nur, wessen Ende, du wurmzerfressener Fleischklops. Das mit dem Stunlocken ist recht, doch recht gemein, würde ich mal sagen. Sterb, du Wanderer. Fragt sie. Die Axt schon ausgezogen. Also sie bleibt auch gezogen. Weltenspalter. Okay. Trank der schnellen Heilung. Keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat. Auf jeden Fall 3 Minuten gebraucht, den zu trinken. Da gibt es dann bestimmt auch 2, 3 von denen. Reine Spruchrolle, ja, wenn wir jetzt wissen, welche das wäre. Das sah nach irgendwas Feuermäßigen aus, aber...
Okay, wir brauchen seinen Stab, um hier wieder rauszukommen. Und das ging ja, denke ich, auch durch eins dieser Schalter hier drüben auf. Okay. Dann wäre jetzt die Möglichkeit, noch da oben lang zu gehen wohl. Wobei wir auch nochmal schauen könnten, ob das eine hat ja hier unten hingezeigt. Möglicherweise ging dort unten vielleicht dieses eine Tor auf, was vorher die ganze Zeit zu war. Nenne ich dieses. Na, wo war das? Na, da geht's jetzt zu diesen hier hin. Aber ich dachte, irgendwo war doch noch so ein Gitter. Das aber zu gewesen ist. Ach so, direkt hier. Hm. Ja, das ist offen. Genau, das meinte ich. Minecrawler. Ist einer der 5 Ork-Schamanen. Oha, also 5 von denen. Da kriegt man vielleicht noch das ein oder andere Level ab. Können wir vielleicht geschickt auch noch ausmaxen. Auch wenn die Kämpfe ein bisschen nervig sind. So. Da kommt doch bestimmt gleich wieder eine Horde Skelette angerannt oder sowas. Das Pfeile und eine Zielscheibe oder irgend sowas. Das sieht aber komisch aus. Moment, was war denn das da hinten für einer? War doch jetzt kein Ork, oder? Ah. Ach, hier sind also diese Gurus hingegangen. Boba. Okay. Hüterklinge, die wird aber auch nicht so gut sein wie unsere Axt, ne? Nee. Beste Waffe aller Zeiten wahrscheinlich. Da wären jetzt keine Gegner da, also müssen wir auch nicht nur die Tränke hier verballern. Halt, das gibt Mana zurück. Er spricht von Pfeil und Bogen. Müssen wir direkt dort drauf schießen? Geht das? Ich wüsste jetzt nicht, wie das geht. Dass man da auf irgendwas speziell zielen kann. Da muss ich hier reinschießen. Ach hier, was ist denn das?
Vielleicht durch das andere Tor. Ah, da oben war etwas. Was hat er jetzt anvisiert? Das muss erstmal aufgehen an sich. Die Frage, können wir von hier aus auf irgendwas zielen? Vielleicht müssen wir doch mal in diese Blutsache hier rein. Sieht aber sehr gefährlich aus. Okay, wir hatten die richtige Idee. So nah heran wie möglich. Irgendwas macht ein Geräusch. Wissen, was da kommt. Ging hier was an? Relativ schwierig, wenn sie von oben kommen. Das will ich mir jetzt noch mal ansehen. Ich würde schon gerne wissen, wo das was aufgemacht hat. Okay. Ah, das könnte das ausgelöst haben. Weil hier steht ja irgendwas von dieser Pfeil. Eine Falle wohl. Und irgendwas mit Schießen. Würde theoretisch Sinn machen. Gibt es auch noch einen Schalter hier? Ich meine, es soll ja insgesamt 5 dieser Gegner geben. Von daher könnte es vielleicht auch hier mit dem Schalter erstmal weitergehen. Aber vielleicht sollten wir erstmal das andere machen. Na, noch einer. Sterblicher!
Deine Reise endet hier bei mir. Erstmal schicke ich dich auf eine neue Reise, verfaultes Madenparadies. Okay, das hat sich schon mal gelohnt. Ja, da kann man wieder ran. 15 maximal das Mana. Also mal was. Also so extrem viel Zaubern tun wir jetzt nicht, aber... Zornstahl. Essenz der Stärke. Geschicklichkeit, das mittlerweile könnten wir uns das fast ja schon aufheben. Aber ist erst bei 75, ja, so viel. Also Stärke können wir auf jeden Fall schon trinken. Mana. Reicht wahrscheinlich das eine. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Das ist auch mal neu. Dass das hier so eine Art Falle ist oder sowas. Dass wir jetzt hier irgendwas falsch gemacht haben. Hätte man den hier drin töten müssen? Na, ich weiß es jetzt nicht. Wir speichern mal Temp 3 und laden Temp 2 mal nochmal. Das ist jetzt ungünstig.
irgendwie aus diesem Grab heraus irgendwas machen? Wir waren wahrscheinlich jetzt zu übereifrig. Also ich weiß es jetzt nicht ganz genau, was man da machen muss. Farag Unhiligt. Also drei hätten wir jetzt. Ich weiß nicht, wie man den irgendwie dazu bringen kann, auf das andere Ding zu schießen. Das ist so, als ob das eine drin wäre und das andere nicht. Ich sehe jetzt auch nicht irgendwie einen Schalter oder sowas. Diesen komischen Totenkopf, an der er gespawnt wird, aber er hat jetzt auch nicht so einen komischen Schlitz, wo man das reinstecken kann. Das könnte vielleicht da hinten dann irgendwo sein, um mal ganz rauszukommen, aber ich sehe halt jetzt hier auch nichts. Na gut. Da muss ich kurz mal nachschauen, ob wir das irgendwie rauskriegen. Ich sag mal, bis gleich. Okay. Sind wir wieder da. Also das hatte ich jetzt auch schon fast gesehen, dass er hier diese komische grüne Sache ist. Und das kann man wohl auch drücken. Na gut. Das probieren wir dann gleich mal. Erstmal plündern wir die Sache hier natürlich wieder. Wahrscheinlich wirklich auch nur von dieser einen Position hier aus. So, geht da wieder auf und wir müssten wieder rauskommen. Ja. Okay, doch alles richtig gemacht.
Das war nicht ganz so simpel, das da so herauszufinden. Wir waren jetzt da lang gegangen. Also Moment, wenn wir so dabei sind. Das war zumindest schon mal nichts, was dieses Teil aufmacht. Und es gab noch diese Pfeiler dort drüben. Ja, aber das hier müsste jetzt... Ich denke, das müssen wir jetzt ja auch wieder machen, oder? Ding ist halt, dass ich absolut nicht weiß, was das jetzt macht, aber... Können wir noch mal hier lang gehen? Müsste wieder Richtung Haupteingang hier sein. So, das war seine spezielle Gruft hier. Gehen jetzt mal hier lang. Aber kann ja auf jeden Fall mal nicht schaden, dass wir das mal ausgelöst haben hier. Aber man kommt hier ja auf jeden Fall auch auf anderen Wege wieder darauf. Kann man scheinbar immer wieder benutzen. Achso, genau, und das waren diese zwei Doppeldinger. Okay, ein bisschen interessante Art und Weise da drüber zu kommen, aber funktioniert ja erstmal irgendwie. Ja, jetzt wäre es noch die Frage, wie wir in diese zweite Zelle da mal reinkommen hier. Das große in der Mitte, da geht es nicht weiter. Dann gibt es hier einfach irgendwo einen Schalter, den wir nicht gesehen haben.
Das hat man ja schon mal gesehen. Aber da nicht explizit auf was zielt, ich denke, das bringt uns dann auch nichts. Ja, wo ging durch das eine hier halt was auf, ist halt die Frage. Oder gibt es mehr als eine Zielscheibe hier? Nö, oder? Vielleicht beide auf? Also, ja, die zwei, ich dachte jetzt, dass da drüben vielleicht noch. Ah, okay. Wir warten jetzt noch mal ganz kurz.